Jetzt das ist übrigens schöner gewesen, als mit Scully zu spielen, weil der hat immer nur versucht, uns zu verarschen. Hat er auch geschafft. Wenn du uns verarschen wolltest, hast du das jetzt geschafft, okay? Ja, hat er. Ausspreche Anerkennung, aber spiel nicht mehr mit ihm. So, fertig. Nee. Never. Weil er nicht lustig ist. Aber wie wir den einen da zerbixt haben da am Anfang. Ach, scheiße, der kann ja nichts. Das haben wir ja ganz vergessen. Dwayne müssen wir ins Team nehmen. Ich glaube, der hat Potenzial. Ja, ein bisschen. Hier, guck mal da. Ja, nicht schlecht. Guck mal hier. Mach doch mal den Mewtwo da kaputt, Mensch. Ach, Dwayne. Mewtwo. Kannst du dich noch von so einem Level 4 Pokémon nicht verhauen lassen? Okay, der ist jetzt. Oh, ja, das wäre. Das wäre schön, so ein amazing. Warte mal, du hast nachgeguckt. Drachenhaut war das, ne? Wüsste, ich habe nicht nachgeguckt, ich weiß das noch, habe ich mir in meinem Gehirn fest drinne gemerkt. Merkt euch das, richtig fest im Gehirn drinne. Wir das lassen du, uns nicht unterkriegen. Oder ein Drachenschuppen, Drachenpanzer, aber ich glaube, das hieß Drachenhaut. Drachenhaut, Drachenzahn gibt's ja auch. Ja, das ist einfach nur so ein Verständnis. Scheiße, das haben wir aber nicht. Oh, ficken. Ja. Weil in diesem Randomizer ist es so, dass wir dem das nur geben müssen und dann entwickelt er sich schon. Geil. Das ist schon ziemlich cool. Das wäre ja fancy. Ja, das geht aber nicht. Wie bist du denn auf Amazing gekommen? Ja, weil das ein Pferd ist. Ach. Und dann habe ich gedacht, Amazing Horse, weißt du? Und dann muss das Amazing heißen. Gib mir das Stick, present. Aber wir haben jetzt auch schon. Also zwei Adjektive, ne? In unserem Team. Fancy und amazing. Ja. Dwayne, Bierbüchse, Fancy, Grisou, Amazing und Fickpogel. Ich finde, das ist ein Team, oder? Ja. Da müssen wir nur hoffen, dass nicht einer von denen wieder den Arsch zumacht. Ja, so wie Ingolf! Ja, also das war da ja deine Schuld. Besser Einstieg, ey. Ich hab so mit meinen mentalen Kräften die KI beeinflusst. Meine Fresse. Weil ich Ingolf scheiße finde und ich immer Ingolf sagen will oder sagen muss. Wieso findest du den scheiße? Ja, Morlord, hast doch selber gesagt. Morlord ist voll das Tricksvieh. Ist es ja auch. Rupert, why are you smiling? You can't even masturbate. Obwohl ich, glaube ich, bei Gold damals auch einen Morlord im Team hatte. Ja, irgendwie mit so einer Vierfachschwäche gegen Pflanze und Pflanze hast ja. Ah, ja, aber keine Mann. Schwäche gegen Elektro. Ja. Ich weiß nicht, Morlord ist so ein Gammelvieh. Überhaupt die Kombination. So. Mein Sprötzer haben wir auch freigelassen. Ja, ist das nicht auch Wasserboden? Ja, das ist. Boah, das Mega-Sumpex aus den neuen Editionen, da sieht so hardcore aus. Ja, das war voll jede Woche pumpen, mindestens 10 Stunden lang. Ja, wie so ein Terminator. Das ist voll das heftige Vieh geworden. Gertruda Jumper! Kennst du so Leute, die du dann so 2 Jahre nicht gesehen hast und die zwischendurch immer im Fitnessstudio waren? Eigentlich nicht so stark. Doch, ich kann immer einen, der war. Tim Wiese! 5. oder 6. Klasse war der bei mir. Das war immer der Kleinste, der hat so Arme gehabt, da konnte ich drum fassen. Und dann habe ich den 6 Jahre später mal gesehen. Willst du den mal sehen? Ey, heftigst, was das für eine Kante geworden ist. Da hat nur noch der Kopf rausgeguckt aus so einem Fleischbulk. Ja, wirklich. Der hatte wirklich so Oberarme, die waren groß wie meine Schenkel. Ah. Einmal drücken, tot. Ich glaube, der hat auch in dem Abend, da haben wir gegrillt, der hat sich, glaube ich, 5 Steaks reingehauen, 3 Würstchen und 5 Liter Bier oder sowas. Yes. Das war schon ein Harten. Aber dann alles. Hat nackig ausgezogen. Das hätte ich ja noch gewollt. Das wäre ja noch cool gewesen, wenn ich zumindest was zu erzählen gehabt. Oh, wieso verwirrt der mich? Das ist nicht cool. Aber weißt du eigentlich, Fipsi, wie lange das gedauert hätte, wenn wir das jetzt alles so manuell hätten machen müssen? Ach Gott, ja, ohne Beschleunigung ist echt schlimm. Ich glaube, da wären wir nächstes Jahr noch zu Gange gewesen hier. Obwohl, schrecklich. Mit EP-Teiler ging. Aber den haben wir ja nicht. Warum holst du dir nicht den EP-Teiler, ey? Bist du dumm? Jetzt in jeder Folge? Ja, komm. In jeder Folge 4-mal. Der ist da unten rechts. Bei dem Typen.
Also, der ist's ja nicht. Nee. Der ist's ja nicht. Nee, ist nicht. Nö. Ich kann ja mal was versuchen, Fipsi. Kannst du mal gucken, ob der da eh ist? Ja, ich wollte ja sowieso noch aus der alten Generation ein paar Viecher fangen und da Dwayne mittlerweile hypnotisieren kann, macht er einfach mit seinem geilen Oberkörper. Können wir dann mal versuchen, irgendwas zu fangen hier. So, hier. Die sieht aber, guck mal, die Nase von dem, das sieht so ein bisschen merkwürdig aus, wie von so einer Hexe. Ja. Ich wollte jetzt was anderes sagen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, aber ich sag das jetzt nicht. Sag das lieber nicht. Ist ja ein Mond, ist kein Stern, also von daher. Yay! Yeah. Ich helfe dir der Zuschauer nicht. Zum Glück. Zum Glück. Gut, aber scheiße, jetzt übersprungen, Mist. Hätte ich mal wieder ein bisschen Zeit rausschlagen können, kacke. Der kriegt nur wieder Zahlen, ne? 5. 2, 6. Der ist jetzt auch Reserve. Fragezeichen. Yay. Wollen wir den auch mal fangen hier, oder was? Ja, der ist ja noch, Dingsi. Steinwurf. Erste Generation. Ja, den kriegen wir aber nicht mit. Wir haben nur 5 Hyperbälle, das wird nichts. Ja. Der guckt mich dann ganz schief an da. Der guckt ja auch so ein bisschen überheblich, ne? Das ist Popokop. Wenn er so den Kopf so schief hält und dann sagt, wer bist du denn, du kleiner Pisser? Ihr habt schon vor 20 Jahren Presenter rausgehauen. Gesehen, meine Fipsi dabei. Ja. Ihr könnt mir hier gar nichts. Der hat den Pokal hier verdient. So, dann versuchen wir mal mit Vulpix. Bam! Weg ist es. Vulpix denkt sich so, da sterbe ich lieber. Jetzt versuche ich wirklich gerade mit Fancy versuchen zu fliegen. Was würdest du sagen, wenn Fickpogel uns, ohne dass wir es wollen, wegsterben würde? Könnte man dann Fancy auch Fliegen beibringen? Das müsste klappen. Ja, geht, aber ich meine, sollen wir das machen? Ach so. Naja, wenn du kein anderes hast, dann ist das ja wohl unabdinglich. Ja. Wollen wir es mal nicht so weit kommen lassen. Ja, nicht darüber reden. Passiert's noch? Ja, das ist wie bei allem anderen. Hey, Laudings hat es geschafft, dass ich schlafe. Er hat, glaube ich, gegähnt oder so. Da hat er mich geweckt, indem er wieder. Ja, genau. Laudings arbeitet, das hat er ja schon mal gesagt. Wie macht er das? No offense, Laudings. Der Laudings muss von uns allen am härtesten arbeiten. Ja, ist muss ich wirklich auch ganz so ehrlich sagen, jetzt. Das stimmt wirklich. Und er kriegt am meisten von uns auf die Nase, von wegen er würde nicht arbeiten. Und eben weil er ein Ossi ist. Diese Vorurteile. Ich sitze ja auch nicht mit Lederhose und Bier hier. Nein, du nicht. Ich schon. Hab ich jetzt eigentlich gedacht? Ja, du hast ja gerade gesagt, du hättest kein Bier. Nur Lederhose reicht ja auch. Ich hab 100.000 Bier und hinter mir hängt die Lederhose. True Story. Hab ich dir den nicht gezeigt? Nee. Onky Docs hat die gesehen und die Katze, glaube ich, auch. Das Bild von dir in Lederhose? Nein, da hängt eine Lederhose. Original. Dein... Gehört die dir oder deiner Schwester jetzt? Also. Starmie ist ein mysteriöses Pokémon, 1,1 Meter groß, 80 Kilo schwer. Und dieses Pokémon hat einen geometrischen Körper. Aufgrund seines Körpers vermuten die Einheimischen, es sei außerirdischen Ursprungs. Weil er da ein Bodypresent gemacht hat, oder was? Ein Sternpresent. Tja, so kann ich mir das besser merken. Als wäre Stephen Hawking in dieser, um seiner Tastatur eingeschlafen, so. Ja, genau. 5, 4, 3, 8. Oh Mann, das ist gemein. Wieso, haben wir das jetzt geklärt? War das jetzt wirklich deine Lederhose oder die deiner Schwester? Ja, das ist meine Lederhose. Hallo, Frauen haben doch keine Lederhosen, die haben Dirndl. Hat deine Schwester ein Dirndl? Ja, logisch, hätte jeder ein Dirndl. Was ist das echt so, dass das jeder von euch hat? Normalerweise schon. Das ist auch so. Früher war das ja Arbeitskleidung. Also nicht so ausgeschmückt, sondern noch viel einfacher, aber Arbeitskleidung eben. Es hat was hergehalten. Musstest du jetzt nicht unbedingt waschen. Hast du eben gestunken, aber scheiß drauf. Mhm. Und jetzt wird das nur noch so für Bierzelt oder irgendwelche Feste angezogen. No.
Und das war ja wahrscheinlich damals genauso. Wenn es von der Schackerei dann richtig gut in eine Kneipe ging. Richtig schön stinkend. Da haben sie sich ja auch nicht umgezogen, war im Ruhrgebiet genauso. Psi-Welle, ist Zitas oder was? Ist das geil, nee. Was macht denn Konfusion? Was weiß ich denn? Dragomir. 60. Nee, 50. Ja, mach mal Psi-Welle. Ja, für Deckel dann, ne? Ja, ja. Ja. Baut ja eh kein Schwein hier. Ja. Kannst mir nicht sagen, ich war früher übrigens immer so blöd, ich habe Tackle bis zum Ende behalten, weil ich gedacht habe, ja, das ist eine schöne Normalattacke, gut, wenn jedes Pokémon das hat. Und habe dann so Blödsinn wie Body Slam und so weiter nicht erlernt. Body Present. Das ist ja schön. Das wäre viel besser, wenn Body Slam einfach mal Body Present heißen würde. Dann kommt so ein Relaxo, so. Oh. Body Present. So schön die Plauze und dann kannst du gucken. Ja. So funktioniert diese Attacke, deswegen sind die Gegner dann auch immer paralysiert. Ja. Aber dann, oh, oder verwirrt, wäre dann auch gut. Mhm. Ach ja. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, die Psi-Welle, die zieht ja ganz schön, aber die Gegner sind ja jetzt nicht so stark im Vergleich zu Dwayne. Mhm. Wie viele Level haben wir eigentlich mit Dwayne schon gemacht jetzt? Was war das denn? Fast 20. Überleg 7. mal, wie lange hätten wir dafür jetzt gebraucht, wenn wir das einfach mal ehrlich gemacht hätten? Ewig. Ja, ich glaube, dann müsste ich einen Gastkommentar von dir, dann machen wir heute bis 18 Uhr. Mindestens. Mindestens, ja, ich habe Zeit. Bis 20 Uhr. Bis morgen 18 Uhr. Ja, ja, würde klappen. Irgendwann muss ich mal wieder anfangen zu lernen. So eine kleine mündliche Prüfung, schriftliche habe ich ja hinter mir. Deswegen hatte ich auch keine Zeit, Medi. Nee? Nee, das war der Trick. Ende Mai, da hatte ich meine schriftliche Abschlussprüfung. Dann hatte ich keine Zeit, habe so gesagt, so, nee, Aufnahmen, nee. Und jetzt bin ich dabei. Fipsi or Riot? Ja, der Riot ist jetzt vorbei. Du bist jetzt dabei. Das ist gut. Gut, sollen wir hier mal ein bisschen tauschen? Fipsi Riot. Es ist so schön, dass Fipsi dabei ist, Leute. Ernsthaft. Ja, ich freue mich aber auch. Oh. Jetzt habe ich es geschafft. Nach drei Jahren. Jetzt hast du es geschafft. Nach drei Jahren. Ganz oben dabei. Jedes Mal beim Minecraft-Server warst du dabei. Wolltest immer mal wieder einen Stick präsenten. Aber wissen ja alle Leute. Ich habe das ja immer gefeiert, was du gemacht hast auf dem Minecraft-Server. Und du hast nie verstanden, warum. Nee. Nicht wirklich. Wegen deiner Schilder eigentlich immer. So Fipsi-Schilder eben. Ja, die waren super. Wurst ist Leben. Wo war das? Auf welchem? Auf dem ersten, ne? War auf dem ersten Server. Wenn du reingegangen bist, gleich links. Was ist das denn für ein Vieh? Husila! Wurst ist Leben. Das ist doch die beste Kampfansage. Das will ich später auch so... Kennst doch diese komischen Schilder da? Hier lieben und streiten sich Tom und Inge. Sowas will ich dann mit Wurst ist Leben. Wurst ist Leben! So, ja, ist super. Es ja auch. Katze versteht das nicht und auch Scully nicht. Nee. Die sind ja alle... Was essen die eigentlich? Was ist denn Kosmikkraft eigentlich? Kosmikkraft! Das sieht aber jetzt nicht, ne? Nee. Ich weiß jetzt nicht, was da anderes besser wäre. Naja, wir sind sowieso auf dem Sprung und müssen immer was anderes machen hier. Yo. Das ist schon Level 31. Guck mal, wie schnell das hier auf einmal geht. Wie können wir denn? Das geht ja flott. Das machen wir jetzt noch bis 50. Nee, ich wollte zumindest einmal 42, 43. Und bei Grisou vielleicht ein bisschen mehr. Aber der braucht auch länger. Der hat eine viel höhere Erfahrungskurve. Das heißt, der braucht viel mehr Erfahrung für neue Sachen. Das habe ich dir richtig gegönnt. Nach diesem Zwischenfall mit Kuga, dass du dann mit Eris fängst. Jetzt habe ich mich auch richtig drüber gefreut. Also, Laudings hatte mal gesagt, ich sollte den Grisou umbenennen in einen anderen Namen. Tabasco. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Ja, das machen wir. Weil Grisou ist definitiv nicht so cool wie Tabasco. Ich hatte jetzt vergessen, in welchen Namen, aber das müssen wir noch machen. Mhm. Das muss.